Hallo zu diesem After Effects CS5 Tutorial. Wie man hier jetzt gerade sehen kann, hebe ich ein unsichtbares Tuch auf. Erstmal sehr verwunderlich, aber wenn man sich näher damit beschäftigt und auch mal nachdenkt, kann man gleich denken, dass es ein Blue- oder Greenscreen sein kann. Also ja, es ist ein Bluescreen. Also jetzt kein Bluescreen am Computer, sondern ein blaues Tuch, ähnlich wie der Greenscreen. Also was man vor der Bearbeitung aufnehmen muss, um so etwas zu erzielen, ist einmal ein Video vom Bluescreen und dem Darsteller, wie er ihn führt und hält. Und in der Szene sollte dann kein Blau vorhanden sein, keine blaue Hose und kein blaues Motorrad, wie in dem Fall hier jetzt gerade zu sehen ist. Ein zweites Video oder ein zweites Bild, was man machen muss, ist ein leerer Hintergrund, also ohne den Darsteller und ohne das blaue Tuch. Die einzigste Einschränkung, die bei der Technik jetzt da ist, ist, dass man die Kamera nicht bewegen darf. Also man darf keine Kamerafahrt oder kein Kamerawackeln machen. Also man muss die Kamera auf einem Stativ haben und man darf nichts bewegen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das alles funktioniert. Ja, das erste, was wir tun, ist das Videomaterial zu importieren. Dazu rechte Maustaste hier drauf, importieren und Datei. Jetzt ist hier einmal die Bluescreen-Datei und einmal den Hintergrund. Diese beiden markieren wir und drücken auf Öffnen. Und jetzt sind die beiden hier eingefügt. Jetzt öffnen wir eine neue Komposition und gehen dazu, halten die Maustaste hier gedrückt, gehen entweder hier runter oder ganz darunter, um eine neue Komposition zu öffnen. Jetzt trimmen wir den Bereich ungefähr hier drauf, wo ich einlaufe. Das ist hier ungefähr. Jetzt drücke ich auf B, um den Bereich zu trimmen. Dasselbe nochmal am Ende, dass wir hier nicht so viel Video haben. Und N, also N gedrückt. So, jetzt haben wir hier den Bereich hier getrimmt. Was wir jetzt tun, ist, den Hintergrund auch hier einzufügen. Jetzt sieht man, es ist nicht so lang und ich mache hier mal auf den Solo-Modus, klicke auf das kleine Teil hier. Jetzt sieht man den Hintergrund. Da kann man entweder ein Foto machen oder ein Video, aus dem man jetzt ein Standbild herausfiltert. Ungefähr hier, weil am Anfang wackelt es ein bisschen, weil mein Stativ ist auch nicht das Beste für eine 2,5-Kilo-Kamera und das neue Stativ kommt erst. Okay, jetzt rechte Maustaste hier auf den Hintergrund, bei der beliebigen Stelle, die wir ausgewählt haben, jetzt auf Zeit und Standbild. Und jetzt hat er hier, genau hier an der Stelle, ein Standbild gesetzt und jetzt können wir das hier bis zum Ende ziehen. Dass das Standbild auch so lang ist wie die ganze Komposition. So, jetzt machen wir den Solo-Modus wieder aus und beschäftigen uns mit dem Keylight, also um das Blaue wegzufiltern. Dazu gebe ich hier Key ein bei den Effekten und Vorgaben und Keylight hier ausgewählt per Drag and Drop und die Screen Color mit dem Pipettenwerkzeug hier ungefähr so ein Blau. Ah, jetzt sieht man aber, hier hinten ist auch blau und deswegen wurde mein Motorrad in einem leichten Rotstrich eingefärbt. Jetzt kann man hier ganz gut sehen, dass der Hintergrund zum Vorschein kommt. Nochmal, wenn ich genau verstehen kann, was hier vor sich geht. So sieht es ohne den Background aus und wir versuchen, das hier in ein komplettes Schwarz zu machen. Deswegen muss ich hier ein bisschen einstellen, 50 und hier ungefähr auf 120. Jetzt schalte ich es mal wieder ein zur besseren Kontrolle. Und jetzt sieht man, dass das hier schon fast weg ist. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ja, jetzt sieht man aber auch, weil meine Hose blau war, dass die Hose jetzt auch ein bisschen andere Farben hat. Da sieht man auch, dass es leicht durchschimmert. Lieber 100 und dafür bei der Screen Matte jetzt Clip Black ein bisschen hoch. Ungefähr auf 50. Nein, ist zu viel. 25 ist ganz gut. Und jetzt Clip White. Noch ein bisschen runter. Ungefähr auf 85. Gut. Jetzt versuchen wir noch den Rand hier ein bisschen wegzubekommen. Dazu wählen wir hier bei Screen Pre-Blur ungefähr 50 aus. Jetzt hat er hier eine weiche Kante gesetzt. Nein, 25 ist doch ein bisschen besser.
Und jetzt, um diese einzelnen Farben hier wegzubekommen, wähle ich den Color Key nochmal aus und setze den aber über Keylight beziehungsweise Keylight unter den Color Key. Und jetzt wähle ich hier erstmal den Effekt aus und hier das ganz hellblaue auf Toleranz 30 erstmal, eher 50. Und jetzt ist der Rand schon ein bisschen weiter weg. Jetzt hier noch die weiche Kante auf 10, dass es ein bisschen weicher wird. Sagt ja auch schon der Name. Jetzt wähle ich hier aber nochmal eine andere Farbe aus, ein kleines bisschen. Ein bisschen heller doch noch. So ungefähr. Nein. So. Ja. So kann man das lassen. Jetzt sieht man hier noch am Rand kleine Veränderungen. Die ändern wir auch noch. Und jetzt drücke ich Steuerung D, um den Color Key zu duplizieren und wähle hier jetzt gerade eine andere Farbe aus. Ich mache die beiden hier erstmal aus, dass man hier eine bessere Kontrolle hat. So ungefähr. Ja, und das jetzt, das noch ein bisschen feiner zu machen, ungefähr eine Screen Preblur von 50, eher weniger 35 oder 20. Dafür noch hier bei der Screen Gain 110 und schon ist es fast weg. Ja, die Hose ist jetzt auch gut. Man sieht hier keine Veränderungen mehr. Und jetzt kann man hier mal ein bisschen gucken. Hier sind manchmal noch ein paar schwarze Stellen. Muss gerade mal gucken, wo das der Fall ist. Hier am Rand ganz schön stark. Das kann man aber auch noch ändern. Noch Clip White ein bisschen wegmachen. Ungefähr so. So, hier nochmal zur Kontrolle. Nochmal hier durchseppen, ob alles okay ist. Nochmal da, wo ich hier so schüttel. Ja, ich würde sagen, das sieht richtig gut aus. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hier nochmal das Endresultat in vierfacher Geschwindigkeit.